Fahrzeug lenken. Alter. Mach Sachen. Ja, warte mal, lass dich mal knipsen. Ah, shit, das war ein schlechter Schnappschuss. Vielleicht noch eines? Welt ändert sich so schnell, dass wir laufen müssen, nicht zurückzubleiben. Ich will keine voreiligen Schlüsse ziehen, aber sehen Sie, Dinosaurier und Menschen, zwei Spezies, zwischen denen 65 Millionen Jahre der Evolution liegen, sind auf einmal in ein und dieselbe Zeit katapultiert worden. Wie können wir auch nur die blasseste Vorstellung haben von dem, was uns erwartet? Und damit moinsen und herzlich willkommen zurück zu Jurassic World Evolution. In der letzten Folge haben wir eine ganz besondere Belohnung bekommen, und zwar den Crichtonsaurus, benannt nach Michael Crichton, dem Autor von Jurassic Park bzw. Dino Park, der Romanvorlage von Jurassic Park. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Den will ich jetzt auf jeden Fall mal hier im Fossilienzentrum erforschen. Wir haben ja erstmal den Deinonychus am Start. Den extrahieren wir mal gleich, denn den möchte ich gerne nämlich als nächstes in einem Gehege unterbringen. Hier ist der Crichtonsaurus. Da bin ich mal gespannt, ob wir den mal innerhalb dieser Folge auf ein lebensfähiges Genom entwickeln können. Crichtonsaurus, gibt es den vielleicht noch irgendwo anders, den Crichtonsaurus? Nee, ne? Den gibt es leider nur da in China, in dieser äußersten Ecke da. In der Wulangtse-Formation. Wulangtse. Chongjaiwa, Wulangtse. Und da müssen wir hinfliegen, um den auszubuddeln. Unglaublich, wo man hier überall hinfliegen muss, um Dinosaurier zu finden. Es ist der Wahnsinn. Es ist der absolute Wahnsinn. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben in der letzten Folge ein paar Optimierungen vorgenommen. Und zwar am Wohlbefinden der Gäste, indem wir hier ein paar von den Einrichtungen anpassen, mit dem Geld und mit den Angeboten, die man da hat. Und das macht sich sofort bemerkbar. Wir kratzen hier wirklich an der 5-Sterne-Bewertung gerade. Und diese Einstellungen, die wir vorgenommen haben, das muss ich nochmal erklären, die wirken sich vor allem auf diese Werte hier aus. Nahrungsbewertung, Getränkebewertung, Spaßbewertung, Einkaufsbewertung. Und je besser die Items sind, die wir da verkaufen, und je besser da die Preise sind und je mehr Personal wir da haben, desto höher sind hier diese Prozentzahlen. Wenn ihr also Probleme mit eurer Wertung habt, dann versucht einfach dort Modifikationen vorzunehmen und vielleicht auch mal Gebäude zu bauen, die höherwertige Items verkaufen. Und dann könnt ihr hier die Bewertung nach oben bringen. Ganz wichtig. Wir haben mal bei Spaßbewertung jetzt sogar eine 81. Ja, aber das ist natürlich noch nicht optimal. Das geht natürlich noch viel besser. Jetzt will ich mal gerade gucken. Wir können ja sicherlich hier auch noch ein paar Einrichtungen bauen. Zum Beispiel einen Spielwarenladen. Den haben wir noch gar nicht gebaut hier. Fällt mir mal gerade so auf. Guckt mal, das ist ja Sakrileg. Wir haben noch keine Spielzeuge, die wir verkaufen. Das geht ja gar nicht hier. Wir müssen doch Spielwaren verkaufen. Ja, wir sollten das auf jeden Fall dahin bauen, wo viele Leute dran vorbeigehen. Und das ist natürlich neben dem T-Rex-Gehege. Irgendwo. Genau, hier so. Da sollten wir das auf jeden Fall aufbauen. Denn die Kinder wollen natürlich den T-Rex sehen, da gehen sie hier lang, ja. Und das heißt, da können wir ihnen dann die billigen Spielsachen, natürlich die hochwertigen Spielsachen verkaufen, für die unser Park bekannt ist, ja. Die ganz wertigen Sachen, die nicht irgendwie gleich direkt am ersten Tag kaputt gehen. Alles sehr hochwertig produziert, wir haben keine Kosten gescheut. Und das müssen wir natürlich jetzt auch gleich noch einstellen, meine lieben Freunde. Und wir verkaufen da natürlich, weil das ist ja hier T-Rex, das ist die Hauptattraktion, da verkaufen wir die ganz hochwertigen Sachen. Gehen Sie zu den Fossilien, um sie anzusehen. Crichtonsaurus, jawohl. Gib mich Crichtonsaurus. Und dann würden wir mal sagen, fliegen wir da nochmal hin. Moment, falsch, da. Ich möchte da nochmal hin, ich möchte mehr Crichtonsaurus haben. Und hier holen wir uns nochmal Deinonychus. Ganz wichtig, ganz wichtig. So, der Spielzeugladen ist fertig. Da machen wir mal nicht Aufkleber, sondern ferngesteuerte Dinos. Genau. Und da wollen wir jetzt hier richtig Reibach für haben, auf jeden Fall. Das muss mindestens 25 Dollar kosten. Und mit einem Personalaufwand von 3 Leuten müssten wir da eigentlich auch ordentlich was rausholen. Jawohl. Wenn ich hier dieses Wasser wegmache, kann ich hier, glaube ich, auch noch Shops unterbringen. Machen wir das mal. Weg mit dem Wasser. Brauchen wir da eh nicht.
So. Weg damit. Und dann bauen wir hier noch Läden hin. Was haben wir denn noch so für Läden zur Auswahl? Ein Kleiderladen. Haben wir hier eigentlich schon einen Kleiderladen irgendwo? Da hinten. Ist ein bisschen weit weg, oder? So. Können wir eigentlich noch einen bauen. Bauen wir mal noch einen. Was ist eigentlich mit dem Restaurant? Das haben wir noch nicht freigeschaltet. Ja, komm, wir bauen jetzt hier einen Kleiderladen. So, bam. Und da verkaufen wir auch mal ein paar höherwertige Sachen. Nicht so die Billigklamotten, ne? Hier von Kick und so, sondern nee. Da verkaufen wir die ganz tollen, wertigen Sachen. Die T-Shirts, die nicht etwa nach einem Waschgang gleich ausbleichen und so, ja. Da verkaufen wir die richtigen handgearbeiteten, handgestickten Wollpullover auf jeden Fall. Auf jeden Fall sowas. Ja, nichts anderes kommt mir hier ins Haus, meine lieben Freunde. An dieser Stelle. Los! Das ist schon fast hier so ein bisschen so eine Main Street, ne? Wie ist es eigentlich, das Entertainment-Besucherzentrum habe ich noch gar nicht, ne? Das habe ich noch nicht freigeschaltet. Ne, das habe ich noch nicht. Das müsste ich noch freispielen auf jeden Fall. Wo würde man das hinbauen, ist die Frage. Das könnte man hier hinten irgendwo hinbauen noch. Ja, da ist auf jeden Fall noch genug Platz dafür. So, Klamottenladen ist fertig. Gleich mal anpassen hier. Dino Overall. Da wollen wir natürlich richtig viel Knete für haben. Und mehr Personal einstellen. Genau. Und dann läuft das. Wir sehen, die Bewertung verbessert sich auch direkt wieder. Wenn wir jetzt gucken. Getränkebewertung sind wir jetzt schon bei 78. Einkaufsbewertung kratzt jetzt auch an der 80% schon. Ja. Transportbewertung, oh, 97%. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. So, wenn der Laden da dann gleich auch ein bisschen, ja, Zugkraft aufgenommen hat, wenn da Leute einkaufen gegangen sind, dann wird sich die Bewertung hier auch noch ein bisschen verbessern. Das ist sehr schön, meine lieben Freunde. Das funktioniert, das funktioniert. Das funktioniert sehr gut. Wunderschön. Wunderprächtig. So, jetzt möchte ich gerne mal eine Sache machen. Und zwar möchte ich jetzt mal dieses Achievement machen. Und zwar mit dem Jeep abheben. 5 Sekunden lang in der Luft bleiben. Das möchte ich jetzt mal machen. Und da muss ich jetzt aber mal das Gelände bearbeiten. Da brauche ich eine Rampe dazu, auf die ich fahren kann. Das heißt, wir müssen mal hier. Wir ziehen jetzt hier einfach mal einen Berg hoch. So. So richtig schön steil. So, das müssen wir dann nachher wieder glätten. Und da muss ich mal schauen, dass wir hier eine Straße hochbauen, weil der Jeep kann ja, wenn da Wald ist und nichts gebaut ist, nicht langfahren. Das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall noch eine Straße, die nach da oben hinführt. Ungefähr so. Dann kann er nämlich da langfahren. Und wir haben ja auch direkt die Jeeps. Direkt vor der Haustür. Da würde ich doch mal sagen, machen wir Fahrzeug lenken. Wir müssen jetzt da hochfahren mit voller Pulle. Ich setze nochmal ein Stück zurück, dass wir auch richtig mit Anlauf da hochfahren. Mit Höchstgeschwindigkeit auf jeden Fall. Und dann geht's los. Ich halte voll drauf. Voll drauf halten und 2, 3, ne. Ist nicht schnell genug. Es müsste steiler sein noch. Ungefähr so steil wie hier eigentlich. Oh, da sind wir unterm Jeep geraten. Ich will mal gucken, durch einfaches Rumfahren, ob ich irgendwo vielleicht eine Stelle finde, wo ich das einfach so machen kann. Vielleicht im T-Rex-Gehege, das ist eine gute Idee. Wir probieren das einfach mal im T-Rex-Gehege, weil ich glaube, da gab es so eine Stelle, die sehr abschüssig war. 5 Sekunden sind halt auch erstmal eine ganz schöne Marke. Das muss man erstmal schaffen, so lange in der Luft zu bleiben. Und ihr habt euch ja auch gewünscht, dass ich mal wieder ein bisschen mehr mit dem Jeep rumfahre. Insofern probieren wir das jetzt mal. Fahren wir mal hier durch. Genau hier so, bei solchen Stellen. Hallo T-Rex. Moinsen. Da können wir gleich mal hier genau die Stationen auffüllen.
Gar nicht schlecht. Genau, guck mal, hier gibt's so einen Hang. Willst du mich jagen? Oh, warte mal, genau, stimmt. Es gibt auch ein Achievement, dass man dem T-Rex dabei fotografiert, wie er Lebendfutter frisst. Und da ist auch gerade eine Ziege. Wo ist der T-Rex? Wo ist der Rex? Ob er noch hinter uns her ist? Moment. Oh, da ist er. Hallo. Ah. Hör auf. Dein Atem riecht. Mach das nicht. Mami ist offenbar stinksauer. Wo rennt er denn hin? Mach mal hier, komm, friss mal eine Ziege bitte. Dann kann ich dich dabei knipsen. Knipsografilieren kann ich dich dabei. Ja, 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 ja. Wo ist die Ziege? Wo ist die Ziege? Wo ist die Ziege? Hä? Wo ist die Ziege? Wo ist die Ziege? Na, findste? Achtung, Wetter schlägt wahrscheinlich um. Oh, was? Übernehme Steuerung. Was? Da ist aber rumgebackt gerade. Habt ihr das gesehen? Haben wir eine Sturmwarnung? Sturmwarnung? Nee, ne? Oder? Kann ich jetzt gerade nicht beurteilen. Fahrzeug lenken. Oh, Alter. Mach Sachen. Ja, warte mal, lass dich mal knipsen. Ah, shit, das war ein schlechter Schnappschuss. Vielleicht noch eines? Erneut versuchen. Haha, 30.000. Es gibt auch ein Achievement für ein Foto, das einen Wert von 30.000 hat. Gerade eben habe ich auch ein Achievement gekriegt. Umgekehrt, es gibt auch noch ein Achievement für ein Foto, das 100.000 wert ist. So rum. Ich würde gerne den Rex fotografieren, wenn er die Ziege frisst, wie gesagt. Ist das gerade ein Sturm oder ist das einfach nur Regenwetter? Egal. Ich würde sagen, wir verlassen jetzt mal hier diesen Jeep. Ich versuche jetzt noch einmal diesen Sprung. Und zwar machen wir das jetzt richtig mit Anlauf. Wir fahren jetzt einfach von hier hinten, vom Ende der Allee. Vielleicht geht es bei Regenwetter auch besser, weil es ein bisschen mehr rutscht. Bedingungen klaren auf, alles gut. Alles fein. So, und... Nee, das reicht noch nicht. Dieses blöde Gehege ist da im Weg an der Stelle, das klappt nicht. Oh. Geschäfte sind oft nicht sauber oder einfach. Schießen Sie mit der Kamera des Ranger-Teams ein Foto von mindestens 3 Velociraptor-Exemplaren. Ja, toll. Überhaupt nicht schwierig. Ich muss ja auch erstmal Raptoren haben. So, dann glätten wir mal hier wieder die Ebene. Und löschen hier mal den Weg wieder weg. So. Jetzt müssen wir natürlich mal gucken, wie kriegen wir das denn jetzt hier hin? Wir müssen irgendwo... Ah, warte mal, kann ich eigentlich den Berg auch bebauen? Nee, ne, das ging nicht. Da sind leider die Baugrenzen, die Parkgrenzen. Na gut, ich versuche jetzt nochmal eine Rampe zu bauen, indem ich hier in der Pampa einfach mal einen Berg aufschütte. Gucken, ob das geht. Schön weiter hoch. Hoch, hoch, hoch. Hoch, 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 hoch. Und jetzt glätten wir oder abflachen wir das einfach. Schön abflachen, genau. Muss schön hoch sein. Jetzt machen wir hier unten einfach das Gelände nach unten. Dann fallen wir nämlich richtig lange mit dem Jeep nach unten. So, und das müssten eigentlich die 5 Sekunden dann sein. Wir müssen wirklich 5 Sekunden in der Luft bleiben, ist ganz wichtig. So. Jetzt brauchen wir da noch eine Straße. So. So. Und dann schalten wir nämlich den klassischen Jeep-Skin
vom alten Jurassic Park frei. Den 1993er Jeep Wrangler. Im Jurassic Park Outfit schalten wir dann frei. Und den will ich unbedingt haben. So, jetzt fahren wir mal außen rum, solange bis wir zu der Abzweigung kommen. Ich hoffe, jetzt kommt in der Zeit kein Zwischenfall oder sowas. Futterstationen müssen aufgefüllt werden, okay. So viel zu dem Thema, es kommt kein Zwischenfall. Nachschubanfrage bestätigt. Machen wir das mal. Ah, das war schon Team 2, okay. Toter Dinosaurier, jetzt komme ich wieder nicht dazu, weil ich wieder 1000 Organisationssachen zu erledigen habe. Ich glaube, wir brauchen ja noch eine Futterstation, sonst ist das nicht genug für die ganzen Tiere. Und vielleicht sollte ich hier nochmal auffüllen lassen. Nachschubanfrage erhalten. Toter Dinosaurier, genau. Oh. Warum ist der tot? An Altersschwäche gestorben. Zentaurus, oh Gott. Produkt wird eingesammelt. Müssen wir gleich noch einen machen. Zentaurus haben wir hier. Und neue Fossilien haben wir ja auch. DNA extrahieren, DNA extrahieren, DNA extrahieren, DNA extrahieren und verkaufen. Sind hier jetzt noch Futterstationen, die nicht voll sind? Ja, da. Okay. Dann füllen wir mal die hier noch auf. Und die zwei auch noch. So, jetzt sind die Ranger natürlich wieder alle beschäftigt. Jetzt komme ich wieder nicht zum Rumfahren. Müssen wir mal gleich gucken, wenn die alle... Ah, schon wieder. Welche Futterstation denn jetzt schon wieder? Na gut, die haben wir ja gerade in Auftrag gegeben. Das passt ja. Dann fahren wir jetzt mit denen durch die Gegend. Oh, die sind im T-Rex-Gehege. Dann fahren wir jetzt mit denen außen rum. Und versuchen da mal diesen Sprung zu machen. Wie gesagt. Wir müssen versuchen... Gott. Ah! Ich hänge hier fest. Rückwärtsgang. Nach links. Wir müssen versuchen, 5 Sekunden in der Luft zu bleiben. Mit dem Jeep. Das will ich jetzt schaffen. Ich will diesen Skin haben. Ich will, dass die in dem klassischen Outfit durch die Gegend fahren. Das müssen wir jetzt schaffen. So, hier lang. So, und dann da lang und hier lang. Und jetzt nach links, oder? Ja, ich glaube schon. Fahren Sie schneller! Treten Sie aufs Gas. Fünfter Gang, fünfter Gang! So, und jetzt hier links lang. Da vorne ist die Rampe. Jetzt richtig flott hier unterwegs sein. Komm, gib richtig Stoff los. Ah, shit. Das ist zu weit da noch. Moment. Da muss ich noch mal ein bisschen rumbasteln hier. Hm, wie können wir das noch machen? Das müsste hier flacher sein. Versuchen wir das mal, wenn wir das hier ein bisschen anheben. So, dass der nicht so, wenn er da auf diese Steigung drauf fährt, dass er dann nicht abbremsen muss. Weil der bremst dann immer so komisch ab. Das ist gar nicht so gut eigentlich. So, dann machen wir hier noch ein kleines Hübbelchen rein. Dass es schön gleichmäßig nach oben geht. Dann müsste es passen. Fahren wir nochmal. Schauen wir mal, ob es jetzt klappt. Ich muss nochmal Anlauf nehmen, richtig, damit wir auf die Höchstgeschwindigkeit kommen. Von hier am besten. Ich glaube, vom Prinzip her kann man das da schaffen an der Stelle. Brauchen nur, wie gesagt, richtig Anlauf und nicht so ein großes Gefälle beim Anfahren. Damit er die Geschwindigkeit schön halten kann und nicht irgendwie abbremsen muss da vorher. Ja, das ist natürlich blöd, diese Hübbel. Ja, das können wir direkt wieder vergessen, das klappt nicht. Moment, Moment. Wir müssen das glätten. Beziehungsweise einebnen so ein bisschen. Also, nee, nicht abflachen, glätten, genau. Schön glätten, dass es hier schön glatt ist. Dass er hier nicht über irgendwelche Hübbelchen drüber fährt, ja.
Ganz, ganz wichtig. So, jetzt hier nochmal anheben. Genau. Und jetzt, meine lieben Freunde, versuchen wir das nochmal. Schön, was wir hier für Spielereien machen, oder? Eine ganze Folge einfach nur versuchen, dieses Achievement zu absolvieren. Ich glaube, das ist auch echt so ein bisschen so eine Übungssache. Ich habe mir auch, muss ich ganz ehrlich sagen, kein Video vorher dazu angeguckt. Ich habe es halt in den Achievements gefunden, dass es dieses Achievement gibt. Und ihr habt mir dann geschrieben, ja, diesen Skin schaltet man frei, indem man 5 Sekunden in der Luft bleibt und dieses Achievement absolviert. Und deswegen dachte ich mir, okay, machen wir das mal. Und jetzt los, warum bleibt der einfach stehen? Gas geben! Gib Stoff, Junge! Los, zieh! Weg von der Schaltung, verdammt nochmal! Neuer Fahrzeugskin! Da haben wir den Fahrzeugskin jetzt bekommen. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, schade, fast. Okay, wir müssen da nochmal ein bisschen den Boden wegmachen hier an der Stelle, dass er nicht da hängen bleibt. Dann hätten wir es, glaube ich, fast geschafft. Das waren 4 Sekunden jetzt. Kann man hier noch weiter runter? Geht das? Weiter runter, weiter runter, weiter runter, weiter runter, weiter runter. Viel weiter runter. Weiter runter. Noch viel weiter runter. Weiter runter, weiter runter, weiter runter, weiter runter. Es waren 4 Sekunden gewesen. Es ist fast, war fast geglückt. Weiter runter, weiter runter, weiter runter, weiter runter, weiter runter. Komm schon. So, jetzt normal versuchen. Wo ist jetzt das Fahrzeug? Ist weggefahren, ne? Moment. Kehrt zur Basis zurück. So hast du aber nicht gewettet, mein lieber Freund hier. So nicht. Wir sind noch nicht fertig hier mit dir. Hoffentlich verhungern jetzt nicht meine Tiere in der Zeit oder sterben an irgendwelchen Krankheiten. Das wäre irgendwie uncool. Moment, wir müssen hier lang. Jetzt können wir auch richtig Stoff geben hier, wenn wir jetzt von hier hinten anfangen loszufahren. Wow, wow, wow. So, Gas, 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 los. Tritt drauf. Tritt das Gaspedal richtig durch. Oh. Ah. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, es war ganz knapp. Das war ganz knapp. Ohne Witz. Wir müssen es irgendwie schaffen, hier diesen Hang noch steiler zu kriegen. Dass es hier nicht so ganz so flach ist. Schauen wir mal bei den Landschaftsmerkmalen. Ja, man kann hier halt leider aber nicht flacher gehen oder flacher werden. Man müsste die Geschwindigkeit von dem Jeep noch ein bisschen höher kriegen. Dann könnte es klappen. Es ist wirklich ganz knapp an der 5-Sekunden-Marke dran. Aber ganz, ganz knapp. Vielleicht, wenn ich die Straße nochmal wegmache. Das Ganze dann so enden lasse. Huch. Ich hätte da was für Sie. Wenn Sie finden Sie mit Hilfe, ja, ja, eines kleinen oder mittleren. Ja, 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 das machen wir alles. Das machen wir alles. So, komm, hier, Expeditionskarte. Mayasaurus, ja komm, den müssen wir auch noch ein bisschen weiter vervollständigen. Kann ich das jetzt hier noch ein bisschen höher ziehen an der Stelle? Ich glaube, er bremst ja auch ein bisschen ab, weil es hier dann doch ziemlich steil wird an der Stelle. Ich glaube, wir müssen das hier noch ein bisschen stärker nach oben ziehen. Und dann nochmal ein bisschen glätten. Vielleicht auch, dass es hier an der Stelle nicht ganz so hart ist, der Übergang. Dass er da nicht so steil nach oben fliegt, sondern eher so geradeaus halt. Das könnte klappen. Das ist nicht so einfach, ey. Ohne Witz. Ich dachte, es wäre einfacher. Moment mal, wenn ich jetzt hier hinten noch ein bisschen mehr
erhöhen würde. Oder klappt das jetzt hier nicht, weil da schon die Parkgrenzen sind? Ich würde es halt gerne noch einen Ticken höher kriegen. Wenn wir den Berg jetzt hier noch ein bisschen erhöhen. Vielleicht hier vorne auch noch ein bisschen. Ja, man kommt da einfach an der Stelle nicht weiter nach oben, ne? Das ist, glaube ich, auch schon die Maximalhöhe, kann das sein, vom Gelände. Viel mehr geht da anscheinend nicht mehr. Hier ist es nochmal höher. An der Stelle hier. Ja, ich glaube, hier haben wir noch mal ein bisschen rausgekriegt jetzt. Ich sage Ihnen etwas, das ich selbst etliche Male gehört habe. Dann senken wir jetzt hier noch mal den Dschungel ab. Nur, dass Sie es gemacht haben. Danke. Okay, und dann versuchen wir jetzt den Weg hier hochzuziehen, an die Stelle. Da ist es noch mal ein bisschen höher. Ich will das jetzt noch schaffen, ey. Mach das mal weg. Straße. Hier hört sie auf. Genau, das muss doch jetzt eigentlich gehen. Hier vielleicht nochmal ein bisschen glätten. Also das sieht jetzt gut aus, oder? Guck mal, hier war es vorher, hier ist es jetzt. Jetzt machen wir da noch ein bisschen den Dschungel weg, dass wir da nicht irgendwie hängen bleiben oder so. So. Also wenn das jetzt nicht klappt, weiß ich es auch nicht. Vielleicht nochmal ein bisschen absenken, das Gelände. So weit wie möglich nach unten. Dass wir so lange wie möglich in der Luft bleiben. So, das muss jetzt eigentlich gehen. Komm. Jetzt probieren wir es noch einmal. Ich will das jetzt schaffen. Jetzt muss ich wieder dahin fahren. Ich will das jetzt packen. Ich will diesen Skin haben. Vielleicht muss ich das auch an einer größeren Fläche machen. Vielleicht ist sowas auch für den Sandbox-Modus gar nicht so schlecht, wenn man das da macht. Weil da hat man ja auch keine Geldbeschränkung und auch keine so großen Platzbeschränkungen. Da kann man das direkt am Anfang gleich machen. Ohne, bevor man halt alles zugebaut hat mit irgendwelchen Gehegen und so, ne? Weil so eine Riesenrampe würde ich auch ungern in irgendeinem Dinosauriergehege hinsetzen. Das macht ja auch keinen Sinn. Und 1, 2, 3, 4, 5. Oh, es ist so knapp, oder? Es ist wirklich so knapp. Es ist so verdammt knapp. Wahrscheinlich, wenn ich ein bisschen nach links noch fliege, dass ich es dann vielleicht schaffe. 5 Sekunden sind halt echt lang irgendwie, ne? Ungünstiges Wetter erwartet. Ungünstiges Wetter, auch das noch. So, wende mal, stopp, stopp, stopp. Andersrum. Einen Versuch noch, komm. Toter Dinosaurier, nein! Ist bestimmt wieder einer an Altersschwäche gestorben. Wetterwarnung bleibt aufrecht. 2, 3, 4, 5. Ach komm, das hat doch jetzt gereicht. Ja, 5 Sekunden sind halt echt lang. Standhaft bleiben, sehr gut. 5 Sekunden sind halt echt scheiße lang. Muss man wirklich mal sagen. So, wo ist ein Toter? Oh. Oh nein, der Edmontosaurus ist tot. Dann machen wir mal noch einen. Ausbrüten. Jetzt will ich nochmal den Jeep benutzen. Ich will es jetzt mal von der anderen Seite versuchen, noch einmal. Jetzt, wo es auch gerade regnet. Wir versuchen das jetzt mal andersrum.
Wir haben ja jetzt hier das maximale Gefälle, ne? Hier, da, so. Wenn ich jetzt da hochfahre... Ja, das bringt nichts. Guck mal, so kann er keine Geschwindigkeit aufnehmen. Ja, da kann er keine Geschwindigkeit aufnehmen. Es muss wirklich eine Rampe sein. Ich glaube, die Rampe muss aber noch flacher sein, tatsächlich. Damit er halt richtig viel Speed aufnehmen kann. Ich probiere es jetzt nochmal im Regen. Vielleicht rutscht er dann ein bisschen besser. Vielleicht flutscht es dann mehr. Hier verliert er halt schon wieder Geschwindigkeit. An der Stelle verliert er Geschwindigkeit. Das heißt, er muss wirklich so flach wie möglich hier schon drauf fahren. So, alles schön hochziehen hier. Hochziehen, hochziehen, hochziehen. Hier kommt man halt leider nicht weiter nach oben. Schon wieder ein toter Dinosaurier. Das gibt's ja alles gar nicht. So, jetzt glätten, glätten, glätten. So, das ist auch wieder ein bisschen weiter. Jetzt hier verliert er wahrscheinlich wieder ein bisschen Speed. Aber das geht vielleicht noch. So, jetzt gucken wir noch, wo der tote Dinosaurier ist und welcher das ist. Hier haben wir einen Centaurus. Oh, da haben wir ja noch einen hier drin gehabt. Da müssen wir gleich noch einen machen. Ich verliere hier voll den Überblick, weil ich das gerade versuche mit dem Jeep. Okay, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, an dieser Stelle ist auch wieder diese Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Jurassic World Evolution. Und dann werde ich das nochmal versuchen mit dem Jeep. Auf jeden Fall am Anfang. Jetzt haben wir ja nochmal ein kleines bisschen die Rampe optimiert. Das klappt bestimmt gleich noch. Meine lieben Freunde, falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne nochmal in die anderen Videos rein, die hier an der Stelle verlinkt sind. Dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao.